im Namen der Abgeordneten und Mitarbeiter dieses Hauses herzlich willkommen sagen. Wir haben natürlich sehr, sehr gerne königlichen Besuch hier im Landtag Brandenburg. Haben uns sehr gefreut, dass wir euch und Sie hier heute empfangen dürfen. Wir kommen daher aus dem Morgenland. Wir kommen geführt von Gottes Hand. Wir wünschen euch ein fröhliches Jahr. Kostbar Milch und weiter sein. Es führt uns der Stern zur Krippe hin. Wir grüßen dich, Jesus, mit frommem Sinn. Wir bringen dir unsere Gaben dar. Heil auf Erden und fürbar. Wir denken, wir sehen um dieses Haus und alle, die gehen da ein und aus. Verleihe ihnen zu dieser Zeit großen Frieden und Einigkeit. Wir tun die geweihte Kreide dafür und lasst uns schreiben an eure Tür. So wünschen wir euch ein gesegnetes Jahr, Kaspar, Melchior und Balthasar. Die Liebe und die Segen auf unseren Wegen zu Gott. Und gib uns, was wir brauchen, den Himmel. Ich bin Thomas Knaack, bin Sternsinger aus Frankfurt-Oder, studiere aber zurzeit in Potsdam, bin aber nach wie vor der Sternsinger-Gruppe in Frankfurt-Oder treu. Wir sind heute im Landtag eingeladen, hier in Potsdam. Das erste Mal seit unserem Beisein bei Sternsing, seit 20 Jahren. Und wir freuen uns schon alle riesig und hoffen, dass wir viel Spaß haben werden. Sehr schön. Sehr schön. Dankeschön.
Ja, vielen herzlichen Dank, vor allem natürlich unseren Sternsingern, dass ihr auch bei uns, bei der Fraktion der CDU, zu Gast seid. Auch herzlich willkommen der Landtagspräsidentin, den Landtagsvizepräsidenten natürlich und allen, die euch begleitet haben als Sternsinger am heutigen Tag. Und auch herzlichen Dank dafür, dass ihr unser Zuhause, nicht ganz unser Zuhause, aber unsere Arbeitsstätte, also auch ein Stück weit unser Zuhause, gesegnet habt. Wir haben uns heute schon darauf gefreut, auch darüber schon gesprochen, und wir haben ja auch im letzten Jahr Segen bekommen, hat uns auch ganz gut geholfen über die Zeit. Und natürlich hoffen wir auch, dass es sozusagen für euch den Segen gibt